Bei dem Wort Klinikstreik denkt man automatisch an Oberärzte und Schwestern, die das OP-Besteck niederlegen. Die sind es zwar nicht, die an den Vivantes-Kliniken der Stadt seit gut 6 Wochen streiken, einige OPs aber sind trotzdem ausgefallen. Denn ohne die Service-Mitarbeiter geht wenig an den großen Kliniken. Sie sorgen zum Beispiel dafür, dass das OP-Besteck sterilisiert ist. Oder besser gesagt, momentan sorgen viele von ihnen eben gerade nicht mehr dafür. Mit bitteren Folgen für die Patienten. Seit am Sonntag ein leerstehendes Neuköllner Mietshaus für etwas mehr als 7 Stunden besetzt wurde, hat die Diskussion um den Wohnwahnsinn in dieser Stadt eine neue Umdrehung bekommen. Was, wenn so wenige hier noch eine bezahlbare Wohnung finden, weil einfach zu viele Wohnungen leer vor sich hinstehen? Die Antwort darauf, nach unseren Recherchen, nichts Genaues weiß man nicht. Die leerstehenden Wohnungen werden seit Jahren nicht mehr zentral erfasst. Vielleicht sind es also 60.000, vielleicht auch nur 10.000. Aber manchmal reicht ja auch schon ein einziges leerstehendes Haus, um für einigen Ärger zu sorgen. Wir hatten es ja heute schon mal von den leerstehenden Häusern. Das hier ist das ICC, außerdem das größte Kongresszentrum Europas und außerdem noch ein verwaistes Mahnmal dafür, wie schlecht sich Senat und Messe GmbH miteinander verstehen. Die Messe nämlich will es lieber jetzt als gleich verkaufen. Die Stadt bräuchte tatsächlich auch dringend ein Kongresszentrum, will das ICC aber nicht haben, weil es den Riesenkasten dann auf eigene Kosten sanieren müsste. Und während sich die beiden so streiten, freuen sich längst andere Kongressstädte über die fehlende Konkurrenz. Teil 2 unserer Serie über den Messe- und Kongressstandort Berlin. Hoffentlich war das kein schlechtes Omen. Kein Trinkwasser, so steht es ja an vielen Brunnen und Pumpen in der Stadt. So könnte es aber auch an einem Haus im Märkischen Viertel stehen. Seit 7 Wochen dürfen die Mieter das Trinkwasser aus dem Hahn nicht mehr nutzen und werden stattdessen mit Wasser beliefert. Und als wäre das nicht schon anstrengend genug, müssen sie es jetzt auch noch richtig gehend ranschleppen, ob sie können oder nicht. Vielleicht ist es Ihnen aufgefallen, da war heute deutlich mehr Deutschlandfahne als sonst in der Stadt zu sehen. Keine verfrühte Bejubelungsaktion zur Fußball-WM, sondern eine ganz auf den Tag genaue. Die Ministerien und Behörden flaggten nämlich heute zum Geburtstag des Grundgesetzes. Aber eigentlich ist das Tolle am Grundgesetz ja, dass es für alle da ist und nicht nur für einen kleinen Feierzirkel. Und natürlich, dass es uns allen sehr viel Gutes beschert hat. Immer wieder wird auch gelobt und gepriesen, wie schön, wie schlau und wie menschenfreundlich unser Grundgesetz sei. Meine Kollegin Anni Thiemeier wollte mal wissen, wie viel sie davon verstehen und wissen und war als rasende Quizfragerin unterwegs. Sie wirken ja fast wie die letzte Rettung aus dem Pflegenotstand. Roboter, humanoide 24-Stunden-Einsatzkräfte, die die Arbeiten übernehmen, für die kaum einer noch Zeit und Lohn übrig hat. Längst wird das an vielen verschiedenen Kliniken getestet, aber es kann einem schon irgendwie kalt herunterlaufen, wenn man sich vorstellt, dass einen irgendwann mal ein Roboterarm zudeckt oder einem die Haare kämmt. Wir zeigen Ihnen jetzt die jüngsten Forscher der Pflegeroboterdisziplin und die gehen mit dem Thema sehr behutsam um, auch wenn Ihr Roboter noch nichts für schwache Patientennerven ist. Und wenn Sie sie unterstützen wollen, ist das gar nicht so schwer. Die Schüler haben nämlich ein eigenes Crowdfunding-Projekt gegründet und sammeln Geld für ihre Forschung. Link finden Sie wie fast immer unter diesem Beitrag auf unserer Facebook-Seite oder eben auf unserem Twitter-Auftritt. Gestern war es. Da stand hier neben mir Frank Zimmermann, innenpolitischer Sprecher der SPD, und sprach davon, die Berliner Linie halten zu wollen. Also keine Hausbesetzung in der Stadt länger als 24 Stunden zu dulden. Damit zeigte er erstens, wie zerstritten die Koalition in der Frage ist. Und zweitens fiel von ihm ein Satz, der heute einiges auslöste. Berliner Politik ist ein lernendes System. Stolz rumgezeigt von der SPD auf Twitter als schlaues Bonmot. Wobei wir gar nicht so sicher sind, ob das wirklich positiv gemeint war. Die Berlin. Und nach dem Blick zurück noch ein Blick auf das, was kommt. Am 14. Juni startet die Fußball-WM. Und wenn Sie die umsonst und draußen erleben wollen, dann hätte ich jetzt was für Sie. Also die Einladung steht und die Wetteraussichten, die stehen auch bereits fest.